Mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich feiere mit Ihnen den 3. Oktober auf meine Art und Weise. Ich werde mir den Livestream zur Menschenkette am Bodensee ansehen. Menschen versuchen, einmal komplett den Bodensee zu umstellen. Und sie demonstrieren für das, was uns am liebsten ist, für unsere Freiheit, gegen die ständigen Lügen, gegen all diesen Blödsinn, der uns hier zugemutet wird, gegen eine ständige Verschärfung von Verordnungen, wegen einer Infektionskrankheit, die nicht schlimmer ist als andere. Diese Politiker, die bislang die offene und tolerante Gesellschaft gefordert haben, haben ein Klima geschaffen in der Bevölkerung, was alles andere als das ist. Es ist ein Klima der Denunziation, ein Klima der Überwachung, und kleine Eliteeinheiten der Polizei sorgen bei Demonstrationen dafür, dass die Schwächsten der Schwachen herausgegriffen werden, um sie zu misshandeln. Wissen Sie, warum die das machen? Sobald jemand versucht, diese in Polizeigewahrsam genommenen Menschen zu befreien, ist die Polizei in Deutschland nach Gesetz berechtigt zu schießen auf die Demonstranten. Und diese Spezialeinheiten, die werden das tun. Tja, jetzt sagen Sie, ich bin Verschwörungstheoretiker. Nun gut, also ich bin vorsichtig, weil alles, was möglich ist, wird auch gemacht. So, woher weiß ich das? Nun gut, ich habe lange Software entwickelt und jeder Fehler, den Sie nicht abgefangen haben, der passiert auch irgendwann. Und dieser Fehler, den kann ich bereits sehen, dass der passieren wird. Also, liebe Menschen, wenn irgendjemand in Polizeigewahrsam genommen wird, dann geht da bitte einfach weg, ein bisschen zurück, filmt es, wenn ihr mutig seid, worum ich euch bitten würde, mutig zu sein, haltet Abstand, lasst euch nicht greifen, hakt einander unter, macht irgendetwas, was in diesen Fällen möglich ist, und versucht auf jeden Fall friedlich zu bleiben. Das ist wirklich das oberste Gebot bei diesen Demonstrationen. Diese Republik der angeblich offenen und toleranten Meinungen, diese Republik der Dichter und Denker, muss wieder eine solche werden. Ich bin schon mal angefangen mit dem Denken. Es wäre schön, wenn das jetzt auch andere täten. Und unterstützt die Menschen, die in eurer Umgebung für die Freiheit eintreten. Feiert den 3. Oktober als das, was er sein soll. Ein Symbol für die Freiheit. Macht mit, wo es um Freiheit geht. Macht mit, wo es um Toleranz geht. Macht mit, wo es um Demokratie geht. Und diesen Lügenbolden, denen schon lange Nasen wachsen, weil sie immer nur beteuern, was sie alles wollen, aber nichts davon liefern, denen braucht niemand mehr zu glauben. Niemand. Dieser Tag wird ein Tag zum Feiern. Noch ist er es nicht.